Name ist Bengt, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und nach dem Abitur habe ich mich dazu entschieden, Betriebswirtschaft in Holland zu studieren. Habe dann jedoch nach dem Studium letztes Jahr gemerkt, dass meine wahren Interessen doch eher in der Medizin liegen und habe dementsprechend dann angefangen, nach einer Vorbereitungsmöglichkeit zu suchen für das Medizinstudium. Und so bin ich dann auf die Medical Academy gestoßen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hatte ich schon immer ein sehr großes Interesse an den Wissenschaften, also Mathematik, Physik, Chemie. Und in der Schule kam dann noch Biologie dazu, sprich die Medizin hat mir dann quasi eine Möglichkeit gegeben, wo einfach alle diese Fächer kombiniert sind in einem Fach. Ja, ich habe mich schon öfters beworben hier in Deutschland, allerdings ist das Problem ja bekannt, dass es jedes Jahr viel mehr Bewerber als Studienplätze gibt. Insofern hat sich da die Studienplatzsuche in Deutschland bisher schwierig gestaltet. Ja, das ist eine gute Frage. Von meinem Studium aus Holland weiß ich, dass ich in multikulturelles Umfeld mit Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen, dass ich das als sehr inspirierend empfinde und halt auch als sehr interessant empfinde. Und dementsprechend war für mich dann auch die Wahl klar, dass ich dann Medizin auch in einem internationalen Umfeld gerne studieren würde. Also ich habe mich übers Internet erkundigt, über verschiedene Anbieter und bin dann allerdings zu dem Schluss gekommen, dass die Medical Academy das umfangreichste Programm anbietet und ich bin auch, als ich angefangen habe, Informationen einzuholen, bin ich am besten beraten worden von der Medical Academy. Dementsprechend hat sich für mich da schon ein sehr erster positiver Eindruck gebildet, sodass ich mich dann für die Medical Academy entschieden habe. Also es gibt die folgenden Fächer, es gibt Biologie, Chemie, Physik und Anatomie und es sieht so aus, dass man jedes Fach, man hat 3 Tage die Woche Unterricht, jeweils 5 Stunden und in den ersten 3 Monaten ist es Physik, Chemie und Biologie und in den letzten 3 Monaten wird dann Biologie durch Anatomie getauscht und über die Zeit des gesamten Kurses gibt es sehr regelmäßig und sehr viele Hausaufgaben, sodass man quasi nie den Anschluss verliert, sondern wirklich kontinuierlich durch diese kontinuierliche hohe Lernleistung, die man erbringen muss, doch letztendlich sehr viel lernt. Also meine persönliche Erfahrung mit den Dozenten war, dass diese durchweg sehr kompetent waren und dass es auch zum Teil sehr inspirierende Dozenten waren, wo es wirklich Spaß gemacht hat, von ihnen zu lernen. Und die Dozenten waren auch immer sehr hilfsbereit, wenn man jetzt Fragen hatte oder sonstige Fragestellungen aufgekommen sind. Ich habe die Dozenten doch durchweg alle schon als sehr engagiert auch wahrgenommen. Ja, also ich habe hier Kommilitonen aus ganz Europa, aber auch aus anderen Ländern, die weiter weg sind, zum Beispiel USA. Und ich finde, es ist ein sehr angenehmes Lernumfeld und wir lernen nicht nur zusammen in Arbeitsgruppen, sondern es bietet sich auch noch die Zeit, zusammen mal wegzugehen. Und das allem ist, ich würde sagen, eine sehr positive Lernumgebung, sodass man halt auch sich gut aufgehoben fühlt in dem Kurs. Durch diesen Pre-Med-Kurs an der Medical Academy bieten sich mir jetzt mehrere Möglichkeiten, das Medizinstudium anzufangen. Zu einem in Deutschland durch das Absolvieren des HAMNAT oder des Medizinertests und zum anderen in Osteuropa, wie zum Beispiel in Tschechien, in Polen oder in Litauen. Also die Medical Academy hat mich sehr umfangreich beraten, was meine Möglichkeiten, Medizin zu studieren angeht. Und das hat auch beinhaltet, dass Vertreter von den jeweiligen Universitäten wirklich zu uns gekommen sind und ihre Universität vorgestellt haben, sodass man wirklich auch einen guten Einblick von diesen Universitäten bekommen hat. Und auf dieser Grundlage war es dann sehr einfach für mich, die richtige Entscheidung zu treffen. Also die Medical Academy unterstützt einen sehr umfangreich bei dem
ganzen Bewerbungsprozess. Und ja, das ist wirklich sehr hilfreich, weil doch jede Universität andere Anforderungen hat und man da schnell den Überblick verlieren kann. Aber durch die Academy hatte man da wirklich einen super Überblick und es wurde einem auch geholfen, die jeweiligen Voraussetzungen der Universitäten zu erfüllen, sodass man wirklich einen reibungslosen Bewerbungsprozess hatte. Und ich habe mich jetzt für Universitäten in Polen, Tschechien und Litauen beworben. Ja, einmal ist ja in Deutschland die Lage so, dass es jährlich viel mehr Bewerber als Studienplätze gibt in Medizin, was auch den Einstieg dementsprechend in Deutschland erschwert. Zum anderen ist es auch wirklich dieses internationale Umfeld, was ich als sehr interessant und inspirierend empfinde und was ich auch eigentlich nur jedem empfehlen kann, wenn die Möglichkeiten bestehen, dieses auch zu nutzen für das Medizinstudium. Also ich würde das Vorsemester Medizin auf jeden Fall empfehlen, weil es neben der inhaltlichen Vorbereitung auch wirklich hilft, die Selbstdisziplin zu verbessern und wirklich dieses Study Habit zu erschaffen, dass man sich wirklich hinsetzt jeden Tag und 5-6 Stunden lernt über einen längeren Zeitraum und sich dadurch auch wichtige Qualitäten aneignet, die einem dann später im richtigen Medizinstudium helfen.